sind jetzt in Fladungen und ja, an der praktisch, abgesehen von dem Ortsteil Oberfladungen, hier das letzte Dorf in Bayern, da den Berg hoch, kommen dann schon nach Thüringen, also auf manchen Seiten. Dann hier der Bach, das ist der sogenannte Streu, Nebenfluss von der Saale, läuft hier dann runter über Nordheim, praktisch da, wo wir jetzt hergekommen sind, weiter nach Melrichstadt und mündet bei Neustadt eben in die Saale. So, wir machen jetzt die erste Rast. Für Versorgung ist, für Verpflegung ist gesorgt. Plätzchen gibt es auch. In der Mitte ist alles aufgebaut, schön dekoriert, in Szene gesetzt. Und da ist unser Organisationsleiter. Hier gibt es Kaffee. Tee mit Rum. Nein, Kaffee. Oder Rum mit Tee, eher mit Schuss Tee. Und dann geht es dann gleich weiter. Und hier geht's raus in die Rhön dann. Also können wir gerade weitergehen. Der Schnee wird immer höher. Es geht gerade darum, wie wir laufen. Weil manche doch nur ein paar solche Turnschuhe anhaben. Wie der Michael hier. Und da ist die sehr tief, Schnee hier nicht so geeignet. Die anderen sind auch nicht so fit. Die haben sich schon zurückfallen lassen, kommen da hinten. Und dann geht's weiter. Dann senkt er wieder zurück. Und wir haben jetzt halt eine Tiefschnee-Etappe. Hier mitten durch diesen, ja, geschätzte 20 cm Tiefschnee. Wir hoffen, dass wir irgendwo wieder rauskommen und nicht im Wald verloren gehen. Alex filmt nicht, ich film Alex, so kann sich das halt unerlaubt worden. Achso, er macht immer Foto. So geht es durch den Tiefschnee hier. Und rundum Blick über, da drüben ist die DDR. DDR, ich bin versprochen. DDR. Ehemals, vor 20 Jahren, mittlerweile. Jüdische Ruhe. Gehört sie doch zu uns. Und da ist die Sonne. Wir machen jetzt einen Süden. Ist die Sonne im Süden? Bestimmt. Die Sonne ist jetzt gerade wenn so südlich mäßig, ja. Okay, dann geht's auch. Wir sind jetzt gleich am Zielort angekommen. Das ist zwar da oben. Es gibt noch 10 Sitzplätze. Wir müssen uns jetzt mal beeilen, dass wir die anderen überholen. Zum Glück sind wir uns nur Walker, also für uns kein Problem. Und wir haben jetzt Pause gemacht am Schwarzen Moor und ich werde gerade mit Schneebällen beworfen. Wer auch immer das gemacht hat. Ich glaube, der Schuldige befindet sich in dieser Truppe. Da. Ja. Ich hoffe, er schämt sich. Der muss heute Abend in der Sauna als Sauna-Handtuchhalter herhalten. Der Gerhard Schumm, der Dr. Gerhard Schumm, ist gerade dabei, die Gruppe zu fotografieren. Es ist schlimm, wenn die Leute immer mit ihren Fotos überall rumrennen und meinen, sie müssen jede Gelegenheit filmen, fotografieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt will er wieder selbst fotografiert werden. Ich sehe schon die Bitte in seinen Augen blinzeln. Okay, schau mal. Das ist klein, ne? Was hast du zugenommen? Hast du Spiegeleier? Hast du so einen Spiegel gemacht, um sie zu sehen? Dieser Witz ist nun auch auf YouTube. Jetzt ist mein Kaffee kalt. Da ist kein Milch drin, sondern da ist Kaffee. Und da ist ein Plätzle. Ein Plätzle mondförmig. Das ist halt nicht so. Und der Gerhard hat Wodka dabei. Drüben ist die Wasserkuppe, der Kreuzberg. Hier sieht man die Wasserkuppe. Und wir laufen jetzt da weiter. Die Truppe ist wieder sehr flott unterwegs. Rechts in Thüringen kommt langsam der Nebel auf. Und wir laufen jetzt auch in Selbingen rein. Wir haben circa, soweit ich mitbekommen habe, noch 8-9 Kilometer bis zu unserem Wellness-Hotel. Und dann fängt es halt mit der Wellness an. Das heißt, ein Bier, zwei Bier, drei Bier, vier Bier und dann weiter. Und jetzt geht's in den Nebel. Barfußläufer Roland Bettnarsch. Die ersten 50 Kilometer hat er ein bisschen geröstelt, aber jetzt hat er sich langsam warm gelaufen. Ja, noch ein bisschen weiter oder was?
Naja. Das hatte ich schon mal bei so Feier oder irgendwas im Dreh. Da haben wir Silvester gefeiert. Da ging es auch schon mal so rund. Und dann waren plötzlich die Socken in die Schuhe. Da haben sie mir die Schuhe geklaut oder irgendwas. Und dann ging es halt nach. Ja, so ist er. Roland zum Barfußlauf gekommen. Geht das halt, da kommt man zum Barfußlauf. Seitdem? Also kein Schuh mehr angehabt. Die Nägel sehen jetzt gut aus, ist noch von Dünner da. Ja. Okay, wir gehen dann weiter. Der Gerhard will dann als nächstes seinen Schuh ausziehen und dann sind wir weiter. Ja, ich bin nur schön bei Juden. Geht der Musiker oder Kneipe vorbei? Jetzt haben wir den nächsten Witz drauf auf Video. Das wird ja. Okay. Oh! Nochmal. Ich bin vorhin nicht besser. Okay. Das können wir stundenlang so weitermachen. Der Alex hat gerade die Wurst drunter geschmissen. Da ist er. Schon peinlich mit dem Alzheimer. Ich bin nur hineingerollt. Unsere nächste Einkehr in der Berggaststätte Thüringer Rönhaus. Sehr idyllisch. Aber auch sehr kalt mittlerweile. Beim Filmen fehlen einem schier die Finger ab. Und das Ende November. So, jetzt werden noch die letzten Fotoaufnahmen gemacht. Und von allen Seiten fotografiert der Alex. Er kommt schon von der nächsten Seite wieder her. Oh, ich muss aufhören, die Hände frieren ab. Wir sind jetzt angekommen am Eisenacher Haus. Hotel. Wellness Hotel. Freude, Liebe,
bei Läufer zu Gast, bei Freunden, ist ein klarer Nachfolger von Gerhard Schumm gefunden worden. Nachdem er letztes Jahr der Erste war, der etwas die Augen weiter geschlossen hatte, haben wir jetzt einen neuen Spitzenreiter, in neuer, ehrgeizig wie er ist, in neuer persönlicher Bestleistung natürlich. Moment, ich bin gerade ein abgelenkt. Ich war das nochmal, über wen hatten wir es gerade? Ah ja, über unser Hochleistungsgenie, der überall Bestzeiten aufstellt und der jetzt schon mit einer super schnellen Bestzeit hier eingeschlafen ist. Mit einem leichten Ständerfieber, aber er schafft es schon. Guck, was ist das jetzt ab hier? Und das ist als Vergleich, ne? Scannen Sie nochmal richtig durch. Das hat sich jetzt schon ganz schön pervers angehört. Mit der Hacke tunneln der ersten Holzschammel und es ist jetzt 9 Uhr früh. Wir reisen jetzt ab. Dieses Hotel, die Eisenacher Hütte, ist nur wärmstens zu empfehlen. Absolut geniales Essen, sehr schöne Zimmer und ein gutes Frühstück, Sauna gibt's. Der ein oder andere Läufer hat ein etwas schöneres Bild über dem Bett hängen und hat sich heute Nacht auch sehr darüber gefreut. Jetzt geht die natürlich alles ein wenig schneller. Ja, schon klar. Das geht auch zusätzlich. Ja, guck, es kommt jetzt schon so lauwarme Luft raus. Es geht nur so lang, wenn ich der Sauerstoff in der Luft verbraucht. Ja. Und dann Winter Wonderland in der Rhön. Ja. Du musst es gesehen haben, sonst glätzt es nämlich nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, deswegen habe ich auch. Sehr gut. Wir sind jetzt am Point Alpha. Das weißt du zumindest in der Straße. Auf dem Aussichtsturm der US-Amerikaner. Kabelberg siehst du auch nicht. Das ist hier die ehemalige Grenze. Drüben der Ostturm. Da muss ja noch hier gucken. Ostberg, Schleißberg. Unser Führer. Ostern. Das wird sein. Ja. Schleißberg ist der. Alex, heute hast du nicht so viele Bilder gemacht wie gestern. Das da hinten, das da hinten. Ja? Das da hinten ist der Hochstand, das ist der Kaiserwald. Wir hatten alle graue Haare.